Stellen wir uns vor, die Vorderkammer des menschlichen Auges wäre eine Schüssel. Mit welchem Instrument würden Sie in dieser Schüssel arbeiten wollen? In der echten Vorderkammer arbeiten wir erstaunlicherweise schon immer mit überdimensionierten Instrumenten. In Form riesiger Nadeln, die wir zum Beispiel für Irisnähte über Paracentesen von einem Ende der Vorderkammer zum anderen schieben. Die kleinsten bisher verfügbaren Nadeln weisen eine Länge um die 6 mm auf. Womit eine intraokuläre Anwendung in bestimmten Fällen, wie zum Beispiel diesem Iriswurzelabriss, durchaus in Frage kommt. Ein ungehindertes Manövrieren innerhalb der Vorderkammer ist so jedoch nicht möglich. Wir entwickelten daher eine speziell für die intraokuläre Anwendung geeignete, nur 2 mm lange Mikronadel. Die kleinste chirurgische Nadel der Welt. Im Vergleich mit der herkömmlichen Nadel eines 10-0er Nylonfadens zeigt sich der erhebliche Größenunterschied. In Kombination mit einem ebenfalls speziell für diese Anwendung entwickelten Mikronadelhalter und passenden Fadenpinzetten, sogenannten Hybridinstrumenten im 25-Gauge-Format, lassen sich so praktisch an jeder beliebigen Stelle des vorderen Augenabschnitts Nähte legen. Eine Irisnaht wird nun in bimanueller Technik innerhalb der Vorderkammer ganz einfach so vorgenommen, wie wir dies von der extraokulären Chirurgie gewohnt sind. Das Schneiden der Fäden erfolgt ebenfalls intraokulär mit einer 25-Gauge-Hybridschere. Mit dieser Nahttechnik sind auch außergewöhnliche chirurgische Lösungen, wie zum Beispiel die Anlage einer Tabaksbeutelnaht der Iris möglich, ohne dass der Chirurg sich auf riskante Manöver beim Ein- und Ausstechen langer Nadeln einlassen muss. In diesem Beispiel sehen wir ein Aphakis-Auge mit weiter, lichtstarrer Pupille. Mit Hilfe des Mikronadelhalters und einer 25-Gauge-Hybrid-Fadenpinzette wird die 2 mm Nadel zirkulär durch das Irisgewebe geführt. Vor dem Raffen der Iris durch Anspannen der Naht erfolgt die retropupillare Implantation einer irisfixierten Intraokularlinse. Die Kombination aus Hybridinstrumenten und Mikronadel eignet sich auch hervorragend zur Refixation luxierter Intraokularlinsen.
Die übliche Vorgehensweise bei Augen mit IOL-Luxation besteht in der Explantation und der Sekundärimplantation einer irisfixierten Ersatzlinse. Hierfür muss jedoch in dem mitunter stark vernarbten Gewebe ein großer Schnitt angelegt werden, was nicht selten zu einem postoperativen Astigmatismus führt. In diesem Beispiel sehen wir die Sklerafixation einer im Kapselsack luxierten Intraokularlinse. Der noch vollständig erhaltene Kapselsack wird dabei mit der Mikronadel durchstochen und dient zur zusätzlichen Stabilisierung der Haltefäden, die an den Haptiken der IOL befestigt werden. Durch den intraokulären Einsatz der 25-Gauge-Fadenpinzette können diese Fäden regelrecht festgezurrt werden. Nach Anlage zweier kurzer Sklera-Lamellen in der 12 Uhr und 6 Uhr Position werden jeweils paarige Sklera-Inzisionen angelegt. Durch diese werden die Haltefäden mit Hilfe der 25-Gauge-Fadenpinzetten von innen nach außen durchgereicht. Nach Rückverlagerung der IOL im Kapselsack erfolgt die endgültige Positionierung und das Fixieren der Haltefäden. Mit der neuen Nahttechnik ist die Möglichkeit zur Sklerafixation luxierter Intraokularlinsen nicht mehr durch die Art der Haptik begrenzt und daher bei nahezu allen Linsentypen möglich. Bei diesem Auge ist die luxierte IOL durch die bestehenden Perforationen der Optik für eine Sklerafixation nahezu wie geschaffen. Beispiel dieser 3 Stück Intraokularlinse mit dünnen C-Haptiken wird der große Vorteil deutlich, den das gezielte Durchstechen des Kapselsackes mit der Mikronadel und das zuverlässige intraokuläre Festzurren der Fäden an den Haptiken mithilfe der 25-Gauge-Pinzette bietet. Die Sklerafixation der Intraokularlinse kann so mit hoher Präzision und ohne die Gefahr eines Verrutschens der Haltefäden durchgeführt werden. What's going on, man? The freestyle official, dude. One that you wanna listen to. The drop of the beat. Watch him make it, break it down. The music will just ooze. People wanna step into the party.